Einen wertvollen und wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Wanderunterhaltung und herzlich willkommen von der Zeche Ewald. Heute mache ich es wahr, das, was ich vor einem Dreivierteljahr versprochen habe nach der abgebrochenen Morgentour. Heute geht's auf die Halde Hohewart. Ich bin wieder mit meinem Kumpel Stefan unterwegs und es ist morgens Samstag kurz nach 7, auch recht frisch und wir werden jetzt mal gucken, ob wir ein bisschen das Ruhrgebiet heute von oben genießen können. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und viel Spaß mit dem Video. Experten sind mal wieder richtig gut vorbereitet. Da gehen wir auf so eine coole Halde und haben kein Fernglas bei. Sag mal ganz im Ernst, wie bescheuert muss man eigentlich sein? Wir laufen jetzt hier schon rum und rätseln, was ist das, was ist das, wo ist das? Wir könnten es uns so einfach machen. Ne? Planung ist alles. Planung ist alles. Ich meine, diese kurzfristige Planung. Ja, ja. 12 Stunden vor Tour. Kann ich gut. So Freunde, wir sind nach guten 3 Stunden und knappen 11 Kilometer wieder zurück am Ausgangspunkt der Zeche Ewald, haben eine Runde hier um Hohewart gedreht, so wie ich es mal versprochen habe. So optimal waren die Sichtbedingungen leider nicht, aber ich glaube, man konnte ein bisschen was erkennen, zumindest auf der einen Seite. Richtung Sonne gucken war halt schwieriger, aber so ein bisschen Herne, Gelsenkirchen, Essen, Recklinghausen, haben wir alles erkannt. Ja, so, wir sind wieder. Wir wissen ja jetzt seit dem ersten Video, dass es ein Doppelbockturm ist. Und damit verabschieden wir beiden uns jetzt wieder. Ich sag wieder danke fürs Zugucken. Geht raus, bleibt gesund, viele Grüße. Glück auf. Ciao.